Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 und wir sind kurz vor dem Bosskampf gegen den Jägerhubschrauber, der Bomben wirft. Von daher würde ich sagen, verfahren wir einfach mal weiter in Richtung zu eben jenem Endkampf. Ich habe nie ausprobiert, ob ich diese Raketen überhaupt schießen kann. Aber selbst wenn ich es könnte, bin ich zu doof zu. Und weiter geht's hier. Wie man sieht, können wir hier selbst diesen Hubschrauber abballern und er ist tatsächlich abgestürzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, ob dadurch jetzt irgendwo... irgendwo weniger Leute stehen. Das wäre natürlich toll, wenn das jetzt einen Einfluss gehabt hätte. Nein, da scheint nichts, da scheint sich weiter zu gehen. Ich war einfach mal neugierig, was da so ist. Und weiter geht's. Ja, ja, hier hoch. Da rein. Und einmal voll hier überall gegen. Das ist übrigens mit dem Boot typisch, dass man hier irgendwie... Interessant, dass das jetzt erst passiert ist tatsächlich. Wenn man hier nicht richtig fährt, dann kommt man sonst wo an. Ich speichere jetzt mal, ich will ja nicht wieder durch. So, ganz ehrlich, die brauche ich gar nicht abzuschießen. Die kann ich einfach überfahren. So. Irgendwie bin ich gerade nicht sonderlich gut mit dem Fahren. Ich sollte nie einen Bootsführerschein machen, würde ich sagen. So, das war eher gut. So sind wir dem Vieh aus dem Weg gekommen. Und hier müssen wir nach rechts. So, speichern. Und tatsächlich scheint sich der Endkampf noch etwas zu verzögern. Und hier müssen wir... hier lang aus dem... Ach, ich hatte tatsächlich gehofft, dass er schnell aus dem Boot auskommt, denn wir müssen jetzt hier rein, während wir beschossen werden, hier rein und diese Tür öffnen, so dass wir mit dem Airboat da reinkommen. Und tatsächlich ist das mit einer der blöden Stellen im Spiel, da man sich hier ständig verhakt, während man mit explosiven Raketen beschossen wird. Ist nicht sehr schön. Aber wir müssen hier so durch und hier diesen Sprung machen. So, einmal speichern. Das war falsch rum. Dann halt so rum. Ah, speichern wir nochmal. So. Hm, war hier was? Ah, hier geht's wahrscheinlich sogar weiter. Ja, wenn er lädt, dann geht's hier weiter. So, und das hier ist jetzt tatsächlich der versprochene Endkampf mit dem Hubschrauber, den ich bei meinem letzten Durchspielen mehrfach machen musste, weil ich es nicht geschafft habe. Und da ist er interessanterweise weniger kaputt als das letzte Mal. Und der hat bestimmte Patterns, die er durchspielt, mit denen er uns angreift. Und wenn man die kennt, und ich kann mir sowas natürlich nicht merken, und ich will jetzt nicht davon, dass er schießt, das ist kein Problem. Das ist tatsächlich eher, wie er fliegt, während er die Bomben abmacht. Tatsächlich ist es so, dass wir im Wasser manövrierfähiger sind. Hey, der kommt jetzt gleich wieder zurück. Und dann ging der Alarm los. Da ist jemand
So. Tatsächlich schießt er jetzt hier mit. So ziemlich mit den Bomben. Ich muss jetzt hier gucken. Hier sind irgendwo Kisten, wo auch Heilung mit drin ist. Die muss ich einsammeln. Denn ich habe nur noch 44 Energie. Da sieht man die von mir erwähnte, das von mir erwähnte Pattern. Der fliegt jetzt eine bestimmte Strecke ab und verschießt dabei so ziemlich viele Bomben. Passiert direkt hier das ganze Gebiet mit Bomben ab, sodass es fast schon unausweichlich ist, von ihm getroffen zu werden. So, das heißt aber auch, im Umkehrschluss, dass dieser Kampf sehr nah an seinem Ende ist. Das macht er nämlich kurz bevor er kaputt geht. Das Problem ist, ich kriege diese blöden Kisten nicht eingesammelt. Ah, da war Lebensenergie, super. Sehr schön. Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Tatsächlich ist es nämlich am einfachsten, ihn zu treffen, wenn er direkt auf einen zufliegt. Das ist halt das Problem, ne? Dass man hier in den Bombenteppich ist. Da muss man einmal raus wieder. Dann kann man hier wieder... nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft. Das war's. Da haben wir es geschafft. Der Hubschrauber war einmal. So. Und jetzt können wir relativ gemütlich hier die ganzen Boni einsammeln, die noch hier verstreut rumliegen. So. Aussteigen wäre auch vorher lebensgefährlich gewesen, weil der Hubschrauber jetzt zu schnell hin und her fliegt. So, dann gucken wir nochmal, wo wir hier was finden. Dass wir uns nochmal verarzten können. Hier ist nochmal was. So, wir sind schließlich Doktor. Das war der Physik, aber scheinbar heißt das, dass wir uns auch verarzten können. So. Gut, wer weiß, wie fortschrittlich diese Medipacks sind. Das konnte ich so einsammeln. So ist das mit den Kisten eigentlich auch gedacht, dass man quasi während des Kampfes da durchfährt. Nicht so wie jetzt. Und die einfach einsammelt und dann Lebensenergie eingesammelt hat. So. Das ist der Damm. Da rauscht das Wasser durch. Da war nochmal Heilung. Und jetzt ist die Frage, wo wir lang müssen. Schauen wir mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Und da ist auch eine Station, wo wir das Wasser, nicht das Wasser, das Tor aufschrauben können. Mit diesem Hebel, den wir gedrückt halten müssen, dass er sich weiter dreht. So, und damit haben wir diesen Endkampf geschafft und fahren weiter. Hier können wir jetzt tatsächlich ein bisschen hier lang fahren, aber wir müssen diesen einen Sprung nach oben. Ich weiß nur, dass hier irgendwo noch so, und hier kommen wir bestimmt nicht rein, das ist zu hoch. Aber wir können hier diesen Sprung nach oben wagen. Dafür ist der Anlauf hier da. Dass wir hier einmal nach oben kommen. Wahrscheinlich der Platz, von dem der Hubschrauber gestartet ist. Und wir schauen mal. Die innen drin sind bestimmt noch mehr von den Gegnern. Schöne Deckung habt ihr da gehabt. Aber viel geholfen hat es euch nichts. Da die wirklich wichtigen Stellen gar nicht von ihr abgedeckt waren. So, Granaten habe ich noch voll. Alles voll.
Lebensenergie, Suit-Energie, alles voll. Also einmal speichern und wieder nach draußen. Da hinten ist der G-Man. Das heißt, der überwacht uns weiterhin und sieht, dass wir gute Arbeit leisten. Ich schaue jetzt mal, müssen wir jetzt hier das Boot da lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, wir müssen über diesen Steg mit dem Boot drüber. Und das heißt, wir müssen da jetzt erstmal hin. So. Rum und über den Steg drüber. So. Dann kann ich hier das aktivieren. Jetzt könnte ich von links nach rechts. Kann ich hier runter? Ja, hier kann. Also. Mit dem Boot nicht. Ich könnte mit dem Boot zwar hier hin, aber dann würde ich auch wieder hier hinkommen. Das hilft mir nicht viel. Ich muss hier tatsächlich den Damm aufmachen. Und kann jetzt mit dem Boot da durch. Natürlich kann ich jetzt hier mit dem Boot hier runter. Quasi für den Fall, dass ich, wie ich es getan habe, mit dem Boot hier lang gefahren bin. Und ich jetzt... Nein, ich muss tatsächlich zurück, schade. Aber jetzt kann ich hier runter. Bin wieder da, wo ich gegen den Hubschrauber gekämpft habe. Fahre ein Stück zurück. Speichere nochmal und gebe dann Gas, um mit dieser Rampe durch das offene Tor zu fahren. Und mir den Kopf zu schlagen. So. Das ist doch schön. Da liegt er jetzt etwas lang. So was passiert auch. Und weiter geht's. Black Mesa East. Na toll. Ja, hier ist doch ein Amta-Cache. Den nehmen wir doch direkt mit. Na komm, her. Die Eiter sollst du nehmen. Ach, das war ja eh. Stimmt. Ich bin noch so auf dem alten Teil. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Wahrscheinlich noch mehr Gegner. Würde mich nicht wundern. Okay, hier geht's rein. Hier ist... Platz. Nee. Nein, tatsächlich. Sind wir jetzt angekommen. Nicht schießen. Ich bin's. Gordon. Take it easy in there. We're safe now. You'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah. There we go. You can come through now. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. So, wo bin ich hier denn eigentlich? We could certainly use the extra help around here. We've covered a lot of ground in the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. We're closing in on a reliable local teleport technology. Something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Calabi-Yau model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement... Oh. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together.
Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis. Effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back to the local space without having to pass through. Oh, here's Eli now. All right, good. You keep right up. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now, let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Ich habe nicht gedacht, dass du überlebst. Anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Schaut mal hier, das ist die Familie. Das muss Elis Frau sein, Eli, und das hier muss die junge Alex sein. Ein schönes Foto. Was haben wir hier? Ein Block. Was haben wir hier? Interessant. Und das hier ist wohl der Teleporter, in dem ich hätte ankommen sollen. But I wouldn't blame you if you didn't volunteer for the next trial run. Eli Vance is indispensable to the liberation. That picture and Alex were all I managed to carry out of Black Mesa. Das heißt, seine Frau hat nicht überlebt. Ist schon schade. Oh, Gordon. Alex. The Vortigern said you were here. Can't believe you made it so quickly on foot. Technisch nicht wirklich zu Fuß. He earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. Schiebt mich einfach zur Seite. Hast du eigentlich mitgekriegt, was mit der Katze war? Oh. Oh. Ihr habt von der Materie wieder eine Probe. Das schalten wir lieber wieder ab. Ja. Alex, I thought you were on watch. The Vortigons relieved me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the Combine Thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come gravity on, gun? Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. Spaß klingt aber gut. Man sollte immer Spaß haben bei der Arbeit. Selbst als Wissenschaftler. Huch, ich habe mich wieder zu weit gedreht. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. Ja, kann ich verstehen. Drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. Ich habe nicht darum gebeten, das zu sein. We don't go there anymore. Warum nicht? Was ist da? Come on. Oh, nun gut.
Ist hier noch was? Nö. Und wieder laden. So haben wir es doch noch geschafft, zu Eli Vance zu kommen. Jetzt wendet sich wohl doch noch alles zum Guten. So. Here we are. The scrapyard. Ja. This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. Ooh. I found it handy for clearing minefields. Nett. Whee. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you've picked something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. Und da ist ein Farbklecks auf der Wand. You can also pull stuff over from a distance. Try grabbing those barrels from that ledge up there. All right. Das. See if you can stack some stuff to climb up here. Ah, nichts einfacher als das. Lass mich hier die Kiste nehmen. Lalala. Try stacking some things. Grab something with your secondary trigger, then press the same trigger again to drop it gently. All right. Hier wird einem also die Konfiguration, die Steuerung, kann auch die Tür hier aufslammen, die Steuerung beigebracht. Beware of dog. Also hier ist ein Hund. Now let me call Dog. He loves to play fetch. Dog, komm! Okay, interessanter Hund. Good doggy. Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, Dog. Throw. Throw? Good catch. Einfach. Throw another, Dog. Ist da was drin gewesen? Nein. Geht trotzdem kaputt, das Ding. Ja, diesmal ist er heile geblieben. Ja, der hat Kraft. Huch. Bewegt sich. Ah. Doc hat eine Gravity Gun eingebaut. Mal sehen, ob ich den Korb treffe. Ich bin nicht gut im Basketball. Nein. Good throw. When I told you Doc liked to play fetch, I didn't tell you who'd be fetching, did I? Nice catch.
Naja, wir haben das früher mal Ballspielen genannt, nicht fangen. Man wirft sich gegenseitig den Ball zu. Da ist schon mal nichts mehr. Und da fällt der Strom aus. Was jetzt? Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm Tunnel, then circle around and try to meet up with me. Aber dein Dad hat gesagt, wir sollen nicht. Ach, nun gut. Okay. Dann gehen wir halt durch den Ravenholm Tunnel. Bye, Dog. Es war schön, mit dir zu spielen. So. Das hier wäre übrigens auch bei den Manhacks super hilfreich gewesen. Weil wir einfach die hätten nehmen und wegschießen können. Und das können wir auch immer noch. Okay, also hier einmal hoch. So. Und bevor wir uns jetzt Ravenholm angucken, würde ich sagen, ach, ich zeige euch, ich tease euch nochmal an. Das ist eine meiner Lieblingsabschnitte im Spiel. We don't go to Ravenholm. Wir halten uns von Ravenholm fern. Einer meiner Lieblingsabschnitte und tatsächlich auch der Teil, der in der Teaser-Demo gerade für die Physik-Engine war. Und den werdet ihr in der nächsten Woche dann sehen. Also, bis nächste Woche. Ciao, miau.